Willkommen bei German in New York. Wir sind auf der Suche nach der deutschsprachigen Community in New York City. Auf unserer Reise durch die Stadt der Städte stellen wir euch die Deutschen, Österreicher und Schweizer vor, die im Big Apple leben und arbeiten. Bevor wir zur eigentlichen Episode kommen, ein kurzer Hinweis. Wir sind offizieller Partner der diesjährigen Moving Forward Konferenz, die nach den Auftaktveranstaltungen in London und Wien nun zum zweiten Mal nach New York City kommt. Die Konferenz dreht sich rund um Tech, Business und Kultur mit Themen wie künstliche Intelligenz, E-Health, Green Tech, Mobility, Kryptowährung und einiges mehr. Sie findet am 30. Mai im Metropolitan West in New York City statt und bietet eine super Auswahl an Sprechern, die sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus dem deutschsprachigen Kulturraum kommen. Mit uns bekommt ihr 30% auf den Ticketpreis. Besucht einfach unsere Webseite unter www.german-in-newyork.com/moving-forward. Dort findet ihr einen Promocode und die entsprechenden Links zur Webseite der Konferenz und zum Ticketverkauf auf Eventbrite. Ihr findet die Infos aber auch in der Beschreibung dieser Folge. Wir freuen uns, euch dort zu sehen. Willkommen zu Teil 1 unseres zweiteiligen Silicon Valley Specials. Während einer Inspiration Tour haben wir das Silicon Valley kennengelernt, uns inspirieren lassen und einen kurzen Einblick in die deutschsprachige Community in der Bay Area in Kalifornien erhalten. Mehr Informationen zur Inspiration Tour selber, die durch Vivid organisiert wurde, findet ihr in der Beschreibung der Folge. Im heutigen Interview möchten wir euch Caroline Renaud vorstellen. Sie ist Executive Director der GABA im Silicon Valley. GABA steht für German American Business Association und ist eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, ein Business-Netzwerk aufzubauen, bestehend aus der deutschsprachigen Community und weiteren amerikanischen sowie internationalen Silicon Valley Locals. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Wie sieht dein beruflicher Werdegang bis hier aus? Also, was hat dich nach Kalifornien gebracht und wie lange bist du schon hier? Ja, also mein beruflicher Werdegang, ich habe BWL studiert an der TU Berlin, habe damals am Ende meines Studiums ein Austauschprogramm gemacht in Amerika, das war in Illinois an der University of Champaign-Urbana und habe da sozusagen mein Interesse fürs Ausland auch kennengelernt und schon damals gemerkt, naja, eigentlich würde ich gern beruflich auch etwas im internationalen Bereich machen. Danach habe ich dann, also ich meine, dann bin ich erstmal nach Berlin zurückgegangen, habe mein Diplom abgeschlossen und habe dann, das war 1994, in Paris angefangen zu arbeiten für ein internationales Unternehmen, wo ich für europäische Kunden zuständig war. Da habe ich knapp 5 Jahre in Paris gelebt und gearbeitet mit internationalen Kunden und bin dann damals dann mit meinem dann geheirateten Mann, 99 nach Kalifornien gezogen. Mein Mann ist Ingenieur und wollte immer in Silicon Valley und mir lag das auch am Herzen, nochmal in die USA zu gehen. Und dann haben wir uns entschlossen, 99 in Silicon Valley zu ziehen und mit der Idee, mal so vielleicht 2-3 Jahre hier zu bleiben. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und die Leute fragen uns dann immer, naja, das heißt, dass ihr bleibt. Und wir sagen immer, naja, wir haben uns gesagt, wir bleiben so lange, wie es uns gefällt. Und nach wie vor gefällt es uns, also bleiben wir hier. Ja, und da habe ich dann also seit 99 dann hier, habe dort auch erstmal für ein internationales Marktforschungsinstitut hier gearbeitet, IDC, für 5 Jahre lang und war damals auch schon ein bisschen mit GABA involviert, mehr so als Teilnehmer. Und als GABA dann 2005 jemand gesucht hat, also GABA wurde 2003 gegründet von Unternehmern hier vor Ort, damals rein auf Volontärbasis. Und dann haben die 2005 jemanden gesucht, der halt dem Ganzen so ein bisschen Form einbringt und das übernimmt als Job, als Geschäftsführer. Und ja, dann habe ich damals den Job übernommen und habe das nicht bereut. Ich mache es jetzt seit was 13 Jahren, ja. Und das bleibt immer spannend. Also das, Könntest du uns etwas mehr über die German American Business Association, also die GABA, erzählen und auch deine Rolle? Was machst du dort genau? Ist das eine Organisationsrolle, eine
Ja. Richtig, ja. Also die GABA, die German American Business Organization, ist eine Non-Profit-Organisation, also ein gemeinnütziger Verein, der Aktivitäten fördert zwischen Deutschland und Amerika, ganz allgemein gefasst. Also wir haben Aktivitäten, also natürlich hier im Silicon Valley sehr, sehr viel im Technologiebereich, wo wir Seminare oder Podiumsdiskussionen organisieren zu bestimmten Themen, die die Leute interessieren, wo wir teilweise Unternehmen vorstellen. Wir haben bestimmte Themen, die diskutiert werden dort, nicht nur mit deutschen Unternehmen, sondern auch eben ganz viel mit amerikanischen Unternehmen. Also unser Ziel ist wirklich, den Austausch voranzubringen, wobei es wirklich bei den Veranstaltungen ums Thema geht, mehr als jetzt irgendwelche bestimmten in bestimmte Politik oder sowas voranzubringen. Wir sind halt eben keine politische Organisation, wir sind reine Organisation, die Netzwerk und die Leute, die Connections der Leute voranbringen wollen. Also das Networking steht bei uns sehr, sehr stark im Vordergrund. Und von daher machen wir eben bestimmte themenbezogene Veranstaltungen, die halt eben für nicht nur für Deutsche, sondern auch für Amerikaner interessant sind. Also wenn man zu unseren Veranstaltungen kommt, sind in der Regel dann allerhöchstens 50% wahrscheinlich eher ein Drittel Deutsche und der Rest sind Amerikaner, obwohl ich hier auch nicht Amerikaner sagen kann. Also das sind kommen ja von überall hierher, aus der ganzen Welt, also hier im Silicon Valley. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr bunt gemischt bei unseren Veranstaltungen. Und das ist eben auch der Sinn der Sache, dass die Leute wissen, okay, ich komme dahin, ich höre interessante Leute, die dort Sprecher sind zu diesem Thema und ich habe eine gute Möglichkeit, mich danach mit anderen Leuten zu vernetzen, die im ähnlichen Bereich arbeiten, ähnliche Themen behandeln und deswegen kommen die Leute zu unseren Veranstaltungen. Ja. Wie sieht so ein typisches Event aus? Ihr habt einen Speaker dort, der etwas vorstellt oder ist das eine Podiumsdiskussion? Also ja, also die meisten Veranstaltungen, die wir machen, versuchen wir eigentlich als Podiumsdiskussion zu machen, weil wir das interessanter finden, also dass die Leute so ein bisschen diskutieren aus den verschiedenen Ecken heraus, aus dem verschiedenen Spektrum. Also wie eine Veranstaltung normalerweise so abläuft, ist, dass wir am Anfang so ein bisschen Networking haben, also Leute registrieren sich, dann haben sie ein bisschen Essen und Trinken und können sich unterhalten, dann macht man die Veranstaltung, die Diskussion für etwa eine Stunde und dann haben sie noch eine halbe Stunde Zeit, Fragen und Antworten aus dem Publikum zu nehmen. Also das Ganze ist dann insgesamt anderthalb Stunden und danach haben sie in der Regel noch mindestens eine halbe, manchmal eine Stunde Zeit, danach entweder mit den Sprechern direkt zu sprechen oder mit anderen Teilnehmern, also noch Networking danach mit dabei. Ja. Wie viele Teilnehmer kommen ungefähr zu einem Event oder ist das auch themenunabhängig? Das ist ganz themenspezifisch. Natürlich gibt es immer heiße Themen, wo dann Leute, also 80 bis 100 Leute kommen. Wir machen aber auch Themen, die halt ganz speziell bestimmte Gruppen ansprechen, die dann, wo dann vielleicht 30 Leute oder sind. Wir machen auch spezielle Workshops zum Beispiel, wo dann vielleicht noch 15 Teilnehmer sind oder so. Also das kommt wirklich ganz aufs Thema drauf an und auch ganz drauf an, wie die Veranstaltung aufgebaut ist, ob das zum Beispiel jetzt ein interaktiver Workshop sein soll oder ob das eben eine große Podiumsdiskussion für eine große Masse sein soll, wo sich viele Leute zu einem Thema da informieren. Wie habt ihr diese Themen ausgewählt? Ihr nennt sie, glaube ich, Special Interest Groups. Habt ihr sie ausgewählt? Ich meine, es waren 12 oder 10 Stück, die ihr da habt. Genau, ich habe mir das sogar nochmal ausgedruckt, damit ich dann keinen vergesse. Also ich kann das mal auflisten. Also wir haben, ich sage das jetzt auf Englisch, also das Automotive, Cleantech, Cybersecurity, Entrepreneurship, Venture Capital, Human Resources, Innovation, International, Life Science, Media and Entertainment, Newcomer, Software, Wireless and Mobile, Women in Business and Young Professionals. Und wie man sieht aus der Liste, das sind deswegen Special Interest Group, weil sich das zusammensetzt aus Bereichen, die einmal industriespezifisch sind, wie zum Beispiel Automotive oder Software oder sowas, und dann mehr Interessen bestimmte halt Gruppen, wie zum Beispiel Women in Business oder Young Professionals oder auch industrieübergreifend wie Human Resources oder Innovation. Und teilweise überschneidet sich das natürlich auch. Ne? Also manchmal macht unsere Innovation-Gruppe was mit der Automotive-Gruppe zusammen zum Beispiel. Ne? Also das kann sich natürlich überschneiden. Wie sich das zusammengesetzt hat, ist, dass damals, als wir GABA gegründet haben, war halt unser großes Ziel eben dieser Austausch, dass die Leute
lokal hier auch Interesse haben, zu den Veranstaltungen zu kommen. Und damals haben wir uns halt gesagt, ja, wie bringen wir die Leute dahin, ohne dass jetzt hier, die denken, ja, das ist ja jetzt nur ein Treffen von irgendwelchen Deutschen, das ist jetzt nicht für uns nicht interessant, ne? Und da haben sich die Leute zusammengesetzt und haben gesagt, okay, lass uns das in bestimmte Bereiche aufteilen, wo wir wirklich konkret Themen ansprechen, die für die Leute wichtig hier sind. Das fing damals mit Semiconductors an, das war unsere erste Gruppe und hat sich dann immer erweitert. Und so haben sich auch die Gruppen ergeben. Das waren im Prinzip immer Leute, die in einem Bereich Interesse haben und diesen Bereich weiter erforschen wollten. Und Veranstaltungen zu machen wollten und bereit waren, hier ihre Zeit aufzuwenden, um halt über GABA diese Themen weiter zu erforschen. Also das sind alles diese ganzen, also wir haben in der Regel 2 bis 3, was wir Special Interest Group Chairs nennen, die also Vorsitzenden dieser Industry-Gruppen, die alle in irgendeiner Weise in diesem Bereich arbeiten. Also und von daher sich sehr gut auskennen dort und eben dann auch in der Lage sind, interessante Sprecher für uns zu finden, weil sie sich halt in der Industrie gut auskennen und eben auch gute Themen finden. Also das ist sozusagen etwas, was wir gesehen haben, was gut, muss, ja, also richtig, was, weil ich natürlich, ich bin jetzt sozusagen als Geschäftsführer der Knotenpunkt dieser ganzen verschiedenen Interessengruppen, die dann das dann alles in Organisationen und in ein Gerüst bringt sozusagen. Wir machen mehrmals im Jahr gemeinsame Treffen, wo wir dann uns zusammensetzen und sagen, hey, wer macht jetzt wann was? Und dann fällt das halt irgendwie zusammen, und wir setzen das dann halt so in den Kalender, dass das alles irgendwie Sinn macht über das Jahr verteilt. Ne? Das ist dann unsere Aufgabe. Aber für mich wäre das jetzt persönlich natürlich schwierig, ein Experte im Automotive-Bereich, im Life-Science-Bereich, Software und alles zu sein. Das kann ich ja nicht. Also das ist natürlich wichtig, dass wir da auf unsere Experten zurückgreifen können, die sagen, hey, hier, das sind die Themen, die zurzeit in der Industrie wichtig sind. Ich habe da auch ein paar Kontakte, die da sprechen könnten und sowas. Und das macht halt unsere Veranstaltung interessant, was dann auch im Gegenzug dann wieder Leute hinbringt, die sagen, oh, das ist eine interessante Veranstaltung, da komme ich gerne hin und dann da weiß ich, dass ich interessante Kontakte machen werde. Ja. Also heißt das, dass die Themen flexibel sind, dass sie über die Zeit mal variieren können, neue aufgemacht und auch alte geschlossen werden? Ja, genau, absolut. Ja, weil ich habe ja vorhin schon zum Beispiel erwähnt, Semiconductors war unsere erste, die haben wir jetzt gar nicht mehr auf der Liste. Ich glaube, das haben wir mal umbenannt oder es ging dann in Hardware über und das ist mittlerweile Wireless und Mobile geworden. Also die Leute gehen dann auch unter Umständen in andere Gruppen über. Also das ist wirklich sehr flexibel. Also das kommt wirklich immer drauf an, wenn jemand hier kommt und sagt, hey, ich habe jetzt riesengroßes Interesse in dem Bereich, was zu machen, und wenn das bei uns reinpasst, dann machen wir das. Ne? Das ist halt unser Vorteil als Non-Profit sozusagen, dass wir einfach nur eine lockere Organisation sind, die von niemandem irgendwie abhängig sind. Wir kriegen ja auch keine Regierungsgelder oder sowas, die wir irgendwie verteidigen müssten. Oder Ist ein reines Netzwerk. Also wenn das für das Netzwerk Sinn macht, dann können wir das machen und dann können wir innerhalb von ein paar Wochen eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Solange sich das trägt und solange wir sehen, dass das auf Interesse stößt bei unseren Mitgliedern, sind wir auch für alles offen, ja. Was ist aktuell so das beliebteste Thema deiner Meinung nach? Also wo trifft man zum Beispiel die meisten Mitglieder aktuell? Ja, also zurzeit ist natürlich solche Sachen wie künstliche Intelligenz und Mobilität, selbstfahrende Autos und sowas, das ist natürlich sehr, sehr, sehr beliebt zurzeit. Aber auch Themen, wir haben zum Beispiel im Dezember immer unseren Financial Outlook mit Venture Capitalist. Das ist nach wie vor eines unserer bestbesuchtesten Veranstaltungen, weil das einfach immer ein Thema ist, ja, also das, wo gehen die Investitionen hin und worin wird investiert im nächsten Jahr, glauben die, dass die Börse weiter nach oben oder unten geht, solche Geschichten, also das ist nach wie vor weiter interessant, aber was Technologie und sowas betrifft, ist sicherlich künstliche Intelligenz und Mobilität zurzeit wichtig, aber auch Cybersecurity zum Beispiel, das ja im Prinzip in alle Bereiche auch reingeht, ist auch seit Jahren ein wichtiges Thema, wo wir immer eine große Veranstaltung im Jahr zur RSA-Konferenz haben, die auch jedes Jahr ausgebucht ist. Ja, also das ist nach wie vor auch sehr, sehr wichtig. Ja, also das, ja.
Kannst du uns etwas mehr über die Standorte der GABA erzählen? Ihr seid bisher nur in Kalifornien und Deutschland, habt in, also hier im Silicon Valley, in L.A. meine ich, also in Südkalifornien, Berlin und München Standorte. Wie sind's, also wie ist das entstanden? Ja, also die GABA ist ja damals entstanden von Unternehmern hier vor Ort im Silicon Valley, die sich gesagt haben, okay, wir brauchen im Prinzip eine Organisation, die diesen Austausch voranbringt. Ja? Also direkt auch mit den lokalen Unternehmen, weil es gibt viele Organisationen hier im Silicon Valley, die irgendwie Leute zusammenbringt. Und da haben sie gesagt, naja, wenn wir jetzt nichts für Deutsche haben, dann bleiben wir außen vor sozusagen. Warum sollen wir nicht auch was haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen? Also so ist die GABA damals gegründet worden. Und von Anfang an eben aktiv auf freiwilligen Basis von vielen unterstützt worden. Wie gesagt, also ich bin halt diejenige als Geschäftsführerin, eine der wenigen tatsächlichen Angestellten der GABA. Wenn man mal jetzt auf unsere Webseite schaut, da sieht man allein unsere 13 Interessengruppen, wir haben jeweils 2 bis 3 Leute, die da mitwirken. Dann haben wir ein Board von 18 Leuten und dann noch viele Volunteers, die auf andere weitigen Art bei uns mitwirken. Also das ist im Prinzip eine sehr, sehr starke, große Gruppe von Leuten, die in irgendeiner Weise etwas hier im Silicon Valley voranbringen wollen. Ne? So hat sich das damals ergeben. Das ist, wie gesagt, also etwas, was Leute am Herzen liegt, das lokal hier voranzubringen. Von daher auch jetzt nicht unbedingt irgendwelche Expansionspläne, weil wir unser Sinn und Zweck ist halt, das Silicon Valley mit anderen Orten zu vernetzen und nicht unbedingt zu expandieren jetzt in irgendwelche anderen Bereiche. Wir haben aber damals Synergieeffekte mit Los Angeles, also mit unserem Southern California Chapter gesehen, die was Ähnliches aufbauen wollten und wo wir uns sozusagen dann zusammengetan haben, gesagt, hey, wir können die gleiche Struktur nutzen, das ist im Prinzip das Gleiche, was ihr dort machen wollt wie hier und es ist administrativ einfacher, wenn wir das als eine Organisation machen. Die machen aber organisatorisch und ihre Themen andere Sachen, als die wir hier machen. Das sind natürlich andere Themen wichtig dort in Südkalifornien, als die hier in Nordkalifornien sind. Aber vom Aufbau her ist das halt über Organisationsstruktur, über GABA das Gleiche. München und Berlin ist entstanden über Leute, die im Silicon Valley gelebt haben, hier bei GABA mitgewirkt haben und dann zurück nach Deutschland gegangen sind und sagen, hey, das ist eine tolle Sache, die wir da im Silicon Valley hatten. Lass uns das versuchen, sowas Ähnliches auch in Deutschland aufzubauen. Ist aber ehrlich zu sein, nicht vergleichbar in dem, was wir hier haben. Also hier ist es wirklich eine sehr, sehr große Community mit vielen Leuten, die mitwirken. Diese Begeisterung rüberzubringen, ist schon schwierig, weil das ist nicht das Gleiche in Deutschland, das gleiche was Umfeld, hier. Ja. Das merkt man allein schon, wenn man hier 3-4 Tage verbringt, man kriegt diesen Spirit irgendwie mit, den hat man sonst eigentlich selten. Ja, das stimmt, genau. Das ist halt so, dass ich merke das immer wieder, wenn ich mich mit Deutschen drüber unterhalte. Also dieses Networking ist einfach was anderes hier, als das in Deutschland ist. Und das ist schon eine reine Einstellungssache, weil die Leute gehen hier raus, die erzählen von ihren Produkten, die da sind auch durchaus bereit, irgendwelche Connections herzustellen, auch wenn es einem jetzt direkt nicht unbedingt gleich was bringt. Und ich sage immer, man weiß es nie, was später draus kommt. Ja, also ich meine, ich mache das jetzt lange Zeit. Also es ist so oft erlebt, dass ich irgendjemand mal eine gute Connection gebracht habe und er kam Jahre später wieder und sich daran erinnert und hat gesagt, hey, das war damals ganz toll, das hat mir super viel gebracht und wie kann ich euch jetzt unterstützen, jetzt wo ich es, weiß ich, zum Erfolg gebracht habe. Ne? Also ich glaube, dass viele im Silicon Valley mit dieser Einstellung reingehen, sagen, irgendwie bringt es mich schon weiter, wenn ich jetzt irgendjemandem weiterhelfe, ja. Und viele gehen auch mit der Einstellung rein, dass es wichtig ist, einfach mit Leuten über eine Idee oder ein Produkt zu sprechen, während die Deutschen häufig den Eindruck haben, okay, lass mich lieber nicht drüber sprechen, sonst klaut mir irgendjemand die Idee, ja. Also das ist irgendwie eine ganz andere Einstellung und deswegen gehen die auch nicht so gern irgendwie heraus mit zum Networking und also hier im Silicon Valley läuft halt so viel über Networking, allein einen Job zu finden oder Investoren zu finden oder vielleicht einen Rat zu kriegen. Ja, oder einfach nur einen Rat zu finden, genau. Ja, das ist was anderes, ja. Und ich merke auch, es geht hier alles viel schneller. Also man schreibt jemanden an, man bittet irgendwie um einen Termin oder fragt jemanden um etwas und die antworten in der Regel innerhalb eines Tages und man trifft sich auch viel schneller als
in New York zum Beispiel auch in Deutschland gefühlt. Ja, absolut. Das hab ich gerade vor ein paar Wochen, hat mir das jemand gesagt, der aus Deutschland auch gekommen ist, mit dem ich mich verabredet hatte. Und er sagte, ach, das war ja so schwierig, aus Deutschland hier Termine zu verabreden, weil in Deutschland machen wir das halt so, dass wir sagen, okay, wir sind in 3 Wochen da und dann lass uns dort verabreden. Und die Leute wollten nicht so richtig hier darauf eingehen. Aber sobald er dann hier war und dann hat er, weiß ich, über mich ein paar Connections bekommen, über noch ein paar andere. Und die waren dann auch durchaus bereit, wenn sie eine halbe Stunde in ihrem Terminkalender hatten, sich dann auch noch mal kurz auf einen Kaffee zu treffen. Ja? Das ist durchaus möglich dann hier, während man in Deutschland dann eher das Wochen hinaus plant und dann aber kurzfristig nicht so gerne bereit ist, dann den Terminplan zu ändern. Ja. Mal ein paar allgemeine Fragen zum Silicon Valley. Kannst du das Leben hier in nur 3 Worten beschreiben? Ja, am besten auf Englisch. Ich würde da so sagen, also innovative, diverse and fast-paced. Also auf Deutsch, ja, innovativ, divers, multikulturell, würde ich sagen, und sehr schnelllebig. Also das alles, geht sehr schnell hier, ne? Also das teilweise, ja, was Trends betrifft, aber auch, wie du schon sagst, also das, man sich auch mal schnell auf irgendwie trifft oder schnell mal eine Connection herstellt oder sowas. Also alles läuft hier ziemlich schnell ab, ja. Ich erinnere mich, ich war vor ungefähr einem Jahr hier und man hat kaum selbstfahrende Autos auf den Straßen gesehen oder sie waren auf jeden Fall nicht so offensichtlich. Mittlerweile sind sie wirklich überall. Also es ist ein einzigartiger Ort, der sich super schnell entwickelt. Ja, das ist auch interessant, ne? Das ist auch so eine Einstellungssache. Hier sind die Leute irgendwie, die sehen irgendwie mehr die positiven Aspekte. Oh, was kann uns das alles bringen? Was stellen uns da für Möglichkeiten offen jetzt für Leute, die jetzt zum Beispiel zurzeit nicht mobil sind, wie Behinderte oder alte Leute oder überhaupt den Verkehr hier einzuschränken, dass einfach im selbstfahrenden Auto Leute überall abgeholt werden. Ne? Also dass diese Möglichkeiten sind die Leute erstmal. Und in Deutschland steht dann erstmal die Risiko irgendwo an. Was passiert, wenn ein Unfall passiert und wer ist dann verantwortlich und so. Ne? Das ist beide Seiten sind wichtig, aber irgendwie, ich glaube, also bei vielen Dingen denke ich häufig, könnte man nicht den goldenen Mittelweg finden, ja. Also meinst du, dass viele Entwicklungen hier vielleicht auch ein bisschen zu schnell sind oder ein bisschen zu offen sind? Ja, absolut, ja, aber ansonsten wäre es auch nicht das Silicon Valley, nee, wenn die Leute sich nicht einfach so reinschmeißen würden in die Ideen, ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel Uber oder Airbnb hätte in Deutschland nie entstehen können, weil es da viel zu viele Regulierungen für Taxis und sowas alles gibt, ne? Also das war das richtig? Ist eine andere Frage, ne? Aber das ist solche Sachen, diese Ideen, die halt wirklich einen ganzen Sektor praktisch neu erfinden, wie jetzt Taxiunternehmen zum Beispiel, würde nicht passieren, wenn man halt sich so viel, so stark am Anfang hinterfragen würde. Also hier ist es wirklich so, wenn jemand denkt, eine tolle Idee zu haben, versucht er, die so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, ne? Während in Deutschland wir halt wirklich noch das ist uns sozusagen mit so in die Wiege gebracht, dass das richtig funktionieren muss, bevor man das. Das muss es planen, das muss gut getestet werden. Und der deutsche Ingenieur ist damit nicht zufrieden, wenn da irgendwas auf dem Markt ist, das da wirklich nicht perfekt funktioniert. Und das ist wirklich, ja, wie ich schon vorher sagte, also da der goldene Mittelweg wäre da irgendwo das Richtige, der Amerikaner, der irgendwelche halbfertigen Produkte auf den Markt bringt, ne? Und der Deutsche, der halt als Perfektionist dort daran arbeiten, bis das wirklich perfekt ist, aber dann vielleicht der Markt schon weiter voran ist, weil es halt zu lange gedauert hat, ja. Gab es deiner Meinung nach in den letzten 20 Jahren Entwicklungen, die auch vielleicht irgendwie unnötig waren oder die vielleicht auch nicht so, also die man eigentlich nicht gebraucht hat? Ja, das kann man schwer sagen. Man weiß immer nicht, wie sich die Sachen entwickelt hätten, wenn es diese Sachen nicht gegeben hätte. Ne? Also ich denke mal daran, zum Beispiel diese ganzen Dotcom-Firmen, die hier praktisch aufgebaut wurden aus dem Nichts, wo die im Prinzip nur Luft verkauft haben, also Ideen verkauft haben und dann in die Börse gegangen sind und Leute zu Millionären gebracht haben, die eigentlich bis auf eine Idee nichts richtig zustande gebracht hatten. Jetzt im Nachhinein ist das verrückt eigentlich alles, wenn man überlegt, wie viele Leute da in solche Sachen investiert haben. Ja? Aber andererseits hat das auch
ja, dieses ganze Internet und alles, was E-Commerce und sowas hat, in irgendeiner Weise doch vorangebracht, ja, weil das die Leute schon nochmal ans Internet gebracht hat und darüber einfach ganz neue Möglichkeiten aufgesetzt hat, die man früher einfach gar nicht gedacht hat, ja. Was wäre dein Rat an Deutsche, Österreicher und Schweizer, die hier in Silicon Valley kommen, privat wie auch beruflich, zum Arbeiten und Leben? Ja. Also zum einen will ich erstmal sagen, ich finde das toll, wenn sich Leute tatsächlich entscheiden, diesen Sprung zu schaffen. Also für viele ist das ein Traum und ich unterhalte mich öfter mit Leuten, wenn ich wieder in Deutschland bin, die sagen, ach ja, das wäre toll, ja, ist ja auch ein Traum von mir, aber die meisten machen es halt nicht, ne? Also, und unsere Möglichkeiten sind heutzutage doch so, also man kann wirklich so viel mehr machen, als wir es vor 20 Jahren noch konnten, ne? Weil viele übers Internet und alles, man ist informiert, ja, man ist mobil, also wer wirklich diesen Traum hat, soll es einfach probieren, ja, also auch wenn es schwierig erscheint, aber es gibt halt Organisationen wie GABA zum Beispiel, wo man hier schnell Fuß fassen kann und das wirklich, wirklich schaffen kann. Also ich denke immer, ja, wenn du den Traum hast, bereue es nicht später, dass du es nicht mal einfach probiert hast, ja, und ja, vielleicht klappt es auch nicht, ne? Aber dann hat man es wenigstens probiert, ja. Also ich würde für die Leute, die es halt dann auch wirklich probieren, schon wichtig ist, dass man das natürlich auch gut recherchiert. Das Leben ist teuer hier, darüber muss man sich bewusst sein. Viele kommen mit dem Arbeitgeber natürlich hierher, das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Viele kommen aber auch hierher, mit ihrer Startup oder ihre Unternehmen hier voranzubringen. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich ideal hier, einfach um Kontakte zu bekommen. Man darf aber auch nicht davon ausgehen, was manchmal so in den Medien so einem so vorgeschwebt wird, dass sozusagen das Geld auf der Straße liegt, ne? Also so einfach ist es auch nicht, hier Kapital zu bekommen. Es ist jetzt nicht so, dass man hier, weiß ich, sich hier ins Café setzen muss und dann kommen gleich drei VCs mit der Tasche voll Geld vorbei. Ja, genau. Genau, dass das Eindruck wird einem manchmal vermittelt, aber es gibt einen Haufen gute Startups hier vor Ort auch, ne? Also man muss seine Idee eben auch gut verkaufen können. Man muss am besten schon mal erste Kunden oder erste potenzielle Kunden vorweisen können, ein Prototyp am besten. Also so einfach kein Kapital zu kommen, ist es nicht, wie sich viele Leute vorstellen. Also das würde ich nochmal sagen. Aber ansonsten ist es schon einfach als Ausländer wirklich einfach hier Fuß zu fassen, weil einem praktisch jeder im Silicon Valley von außerhalb kommt. Ja, selbst die Amerikaner sind in der Regel nicht hier aufgewachsen. Also jemanden hier zu sehen oder zu treffen, der hier tatsächlich aufgewachsen ist, das ist eher die Ausnahme. Da sagt man schon mal, oh wow, du bist hier tatsächlich aufgewachsen. Ja. Also das ist von daher auch jetzt in meinem Vergleich, ich habe ja in Paris auch, was ja auch sehr multikulturell ist, gearbeitet, aber ist noch trotzdem hier nochmal was ganz anderes, dass ja irgendjemand einen Akzent hat, wenn man spricht, ist überhaupt kein Thema. Jeder hat irgendwie einen Akzent, ne? Also das ist, man ist hier wirklich als Ausländer total akzeptiert, ja, also das ist, Wie ist das Leben so allgemein hier? Also wie ist das zum Beispiel hier mit den Schulen? Wie ist das hier mit der Wohnungssituation, was ja auch immer wieder ein Thema ist? Ja, ich meine, es ist sogar einer der teuersten Immobilien, also Orte für Immobilien, weltweit, wenn ich mich jetzt erinnere. Ja. Also darüber muss man sich natürlich bewusst sein, wenn man Familie hierher zieht, dass so ein Haus im Silicon Valley schon sehr, sehr teuer ist. Ja? Also viele Familien, da geht also ein Großteil des Gehalts für Miete rauf. Die Schulen, es gibt viele gute Schulen hier. Also meine Kinder gehen auch auf öffentliche Schulen. Also da habe ich gar keine Sorge, da hinzuschicken, dass, ich meine, das Umfeld, es gibt so viele tolle Leute hier, die ihre Kinder auf öffentliche Schulen schicken. Also mir gefallen die Schulen auch hier sehr, sehr gut. Sie sind auch sehr innovativ und sehr natürlich technologiebewusst. Also die arbeiten dort in den auch mit den letzten Technologien auch auf der öffentlichen Schule, wo nicht so viel jetzt an Budget immer da ist. Aber viele Firmen hier jetzt, Google zum Beispiel hier in Mountain View, spenden Sachen an die Schulen und so. Also die sind gut ausgestattet, wenn ich das mit meinen Freunden in Deutschland vergleiche. Also da
ja, gibt es gute Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die deutschen Schulen. Es gibt zwei deutsche Schulen hier im Silicon Valley, noch eine deutsche Schule in San Francisco. Wer also mit zum Beispiel mit älteren Kindern kommt und sagt, naja, ich möchte jetzt nicht, dass die jetzt ein Jahr verlieren, deswegen die sollen im deutschen Lehrplan weiter unterrichtet werden. Da gibt es hier deutsche Schulen, wo das auch möglich ist. Das ist, also man hat hier wirklich alle Möglichkeiten. Ist natürlich immer eine Preisfrage. Ne? Also wie gesagt, selbst die Miete, die Schulen und sowas, Privatschulen und sowas, das ist natürlich alles teuer. Ne? Und darüber muss man sich bewusst sein. Und es ist ja auch nicht immer der Fall, dass der Ehepartner dann auch arbeiten darf. Das ist halt nämlich auch natürlich ein Problem bei vielen, wenn man hierher kommt, dass dann nur derjenige, der da für die Firma jetzt arbeitet, tatsächlich eine Arbeitserlaubnis hat. Und viele Ehepartner dürfen dann gar nicht arbeiten und würden das gerne, um halt ja auch noch ein bisschen am Gehalt dazu zu verdienen. Aber es ist halt nicht immer möglich. Ja. Darüber muss man sich auch in der Kalkulation vorher bewusst sein, wenn man in Deutschland zwei Jobs gehabt hat, dass das halt unter Umständen allein wegen Visum hier nicht möglich ist. Ja. Ja. Wie viele Deutsche meinst du, gibt es hier? Also so trifft man häufig Deutsche? Oder? Ja, es trifft schon sehr häufig Deutsche. Also das Konsulat sagt, dass es etwa 60.000 Deutsche oder Deutschstämmige hier in der Bay Area gibt. Eine genaue Zählung gibt es, glaube ich, nicht, aber das ist eine Schätzung, weil die ja halt die Reisepässe und sowas verlängern müssen. Ja. Und man trifft schon sehr, sehr viele Deutsche. Also es gibt viele große deutsche Unternehmen, die hier natürlich ansässig sind. SAP ist wohl der größte ausländische Arbeitgeber hier in der Bay Area. Und dann ja Siemens, Bayer, dann sind alle hier, ja, VW, BMW, Mercedes haben ihre Research Center hier, die auch mit Stanford Recherche machen. Also da gibt es, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Deutsche, die bei amerikanischen Unternehmen jetzt arbeiten, bei Facebook, Apple, Google und so weiter. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele deutsche Gruppen, ja. Ich höre immer wieder in New York, dass New York eine Art Durchlaufstation für viele ist. Man bleibt da ein paar Jahre und dann geht man wieder. Mhm. Ob jetzt Deutsche oder auch Amerikaner. Meinst du, das ist hier auch so oder bleiben die Leute hier eher? Ja, es ist schon eine Durchlaufstation für einige. Es kommt immer darauf an, wie die hierher kommen. Es gibt natürlich viele dieser deutschen Unternehmen, die Experts hierher schicken. Ne? Die haben dann einen Vertrag für 2-3 Jahre und gehen dann wieder zurück. Bei den Leuten, die lokal, die das sozusagen auf eigenen Sprung schaffen, ist es dann eher wahrscheinlich, dass sie dann hier hängen bleiben sozusagen. Ne? Also das ist, wenn man sich erstmal an die Arbeitsweise und das Umfeld gewöhnt hat hier, ist es natürlich auch schwierig, dann sich wieder daran zu gewöhnen, wie in Deutschland die Arbeitsweise ist. Ja, es ist eine andere Welt. Ich meine, viele machen das, gehen dann auch zum Beispiel nach Asien danach, also machen einen weiteren Auslandsaufenthalt. Ich meine, es kommt immer natürlich auch auf die Familiensituation drauf an, aber ja, in meinem Bekanntenkreis selber, muss ich sagen, kenne ich wirklich sehr, sehr viele, die gesagt haben, okay, ich komme jetzt für 2-3 Jahre oder sowas, maximal 5. Und sind jetzt nach 15 Jahren immer noch hier. Ja. So viel zu planen, ne? Ja, genau, ja. Vielen Dank an Caroline für ihre Zeit. Wer mehr über die GABA erfahren möchte, kann ihre Webseite besuchen unter www.gaba-network.org. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Besucht gerne unsere Webseite für mehr Informationen. Ihr findet uns unter www.german-in-newyork.com. Folgt uns auch gerne in den sozialen Medien auf Instagram, Facebook oder Twitter und abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens. Vielen Dank auch für die Nachrichten, die uns in den letzten Wochen erreicht haben. Wir freuen uns immer wieder über Ideen und Feedback und schreibt uns gerne weiterhin, was ihr gerne hört, welche Themen euch interessieren und wen wir weiter interviewen sollen. Wir kriegen relativ viele Nachrichten, aber relativ wenig Bewertungen. Bewertet uns gerne in der Podcast-Plattform, die ihr am liebsten nutzt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal.